So, zurück vom Steine einsammeln und damit auch herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starstem Lawnland mit Peggy. Wir sind ja wieder bei Mario, sammle gefallene Sterne. Oh, guck sie dir noch an, aufregend. Kannst du glauben, dass sie aus dem All kommen? Und du bist der erste Mensch, der sie anfasst? Oh, das ist so atemberaubend. Ich werde später sie untersuchen. Alles klar, dann wird er sie später untersuchen und wir werden dieses Mal nicht zurück untersuchen, sondern wir werden reisen mit die Handy-Daxie zurück nach Silverglade. So, in Silverglade angekommen, müssen wir auf jeden Fall noch zum Ratsman, denn der Ratsman hat gesagt, dass, ich soll dem Ratsman, was soll ich denn bringen? Warte mal, ich hab doch, Frage ihn, Achso, ich soll fragen, was er von Mario will. was willst du von Mario? Oh, ich möchte eine langjährige Beziehung mit ihm anfangen. Er ist so ein schöner Mann. Einmal zu viel eingeschnellt. Oh, guten Tag. Ich habe wie ein Verrückter nach Marios Problem gearbeitet und glücklicherweise alle bürokratischen Knoten lösen können. Ja, das war ein richtiger Pferdejob. Oh Gott, ein Pferdejob also. Nichts für ungut, Dark Madness. Ich habe Mario geschrieben, da ja der Baumeister, den wir bestellt haben, endlich gekommen ist. Ach, er will ihm, dass er das Oratorium zeigt. Jetzt, wo du hier bist, kannst du ihm vielleicht helfen. Sprich mal mit ihm, Mandy, er steht da hinten beim Brunnen. Ah, der Baumeister also, ja. Wir brauchen da Matter. Schön silbernen glitzernden. Ach, das ist ja eine weitere Weihnachtsbaum-Quest. Das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter im Lametta. Aber okay, wir nehmen das mal an. Das nehmen wir mal die ganze Zeit an. Nur noch mal erst konkret hier um ein... Ah, das ist der Baumann. Ich muss mir noch mal gerade schnell um mein Pferd kümmern. Ich kann es ja gar nicht sehen, dass das da so rot ist. Dass der da so abspackt. Also so kaputt ist halt, ne? Ihr wisst schon. Pflegebedürftig. So, jetzt pflegebedürftig. So, dann... Machen wir das mal eben. So ein bisschen pflegen. Ich muss mal auch gucken, ob meine Langzeitpflegekraft, ob sie was tut für ihr Geld. Ah, da standst du doch gerade noch. Sie stand noch da und hat da was gemacht. Wieso steht ein Wintermärten? Ist da so crazy? Hab ich sie da eingestellt? Ihn? Ich denke schon. Da müssen wir nochmal schauen. Ah, die 3 Tage ist die noch gültig. Das müssen wir nochmal... gleich nochmal 2 Wochen machen. So, kaufen. Ja. Dein Stallmädchen beauftragt. Ich hab doch ein Stallmädchen. Ich wollte die nicht kündigen und eine neue holen. Achso, ich hätte schon selber gefüttert. So ist es ja nicht. Nur mal so, ne? Na? Es geht ab bei dir, Alter. Alles cool? Ja, schau, oder? Na komm, ich würde sagen, wir gehen mal eine Runde auf Touren. Und gucken wir mal, was da abgeht. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, was jetzt hier meine Story-Quest sein soll. Kann es vielleicht das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Security Mali. Ach, heute ist ja Freitag, dann ist ja nachher wieder Disco. Oh geil, dann können wir noch ein bisschen Up-Party dancen. Das wäre natürlich total der Hammer. Wir machen jetzt erstmal hier die Sachen für die Weihnachtsgeschichten hier. Den Weihnachtsscheiß machen wir erstmal. So, jetzt kann er wieder rennen. Nachdem er sich jetzt mal eine Woche oder sowas ausgeruht hatte, der Gute. Hallo, bist du Mario? Nein. Ach so, du heißt Mandy. Ja, schön dich zu treffen, Mandy. Ich bin Baumeister Olaf. Ja, was für ein schönes Dorf das hier ist. Schade, dass ich schon wieder gehen muss. Ja, bei dir Arbeit ruft. Das erste, was wir machen müssen, ist und was? Das erste, was wir machen müssen, ist und die Gegebenheiten klar zu machen, um zu entscheiden. Was? Das ist doch kein Deutsch! Um zu einem Tunnel zu bauen, eine Straße oder was auch immer. Nimm diese Kamera, reite zur nordöstlichen Verbindungsstraße. Von dort aus sieht man das Observatorium klar und deutlich. Mach ein paar Fotos und dann können wir für später uns drüber unterhalten, ne? Wir sehen uns bei der nördlichen Verbindungsstraße. Ja, alles klar. Dann machen wir das. Also treffen wir uns dort. Moment, da draußen... Nee, warte mal. Ah, oh Gott, oh nein. Ach so, Lametta. Moment, wo krieg ich denn Lametta her? Ich habe doch hier noch irgendwo... Oder habe ich Lametta dabei? Hat er mir Lametta gegeben? Nee, was ist denn das? Was ist denn das jetzt hier?
Was ist denn das Grüne? Was ist denn das Grüne? Muss ich da, wo kriege ich Lametta her? Muss ich mal... Nee, muss ich auch auf die... Ich guck mal auf die Karte, wie spät das ist. Und... Ah, die Baroness. Oh, die Baroness. Frohe Weihnachten. Ja, danke dir auch, Frau Weihnachtsverkäuferin. Wir müssen schnell zur Baroness. Wir müssen übelst schnell zur Baroness und dann dafür sorgen, dass wir weiter... Vielleicht hat die was irgendwie... Oder müssen wir zur Baroness wegen dem Lametta? Ich bin nicht sicher. Wir werden es rausfinden. Müssen mal gucken, was es da zu tun gibt. Ich habe die Hoffnung, dass mich das ein bisschen vorantreibt, alles was mit der Baroness zu tun hat. Ansonsten würde ich einfach nachher nochmal zu Linda gucken und vielleicht hat sie noch eine Idee für mich, wo wir dann weitermachen können. Weil ich habe nämlich total vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Also ich wollte Storyquest machen, ist schon klar. Au, jetzt habe ich mein Pferd kaputt gemacht. Au, mein Pferd, nein. Aua, mein Pferd tut mir weh. Hä? Ja, okay. So. Ja, ich glaube, da ist er ganz froh, der gute Ever Madness, dass er auch mal wieder raus kann, hier so ein bisschen rumridern. Der hatte jetzt ein bisschen Erholung. Und was macht sie denn eigentlich da? Ich weiß nicht. Der hatte jetzt ein bisschen Erholung und konnte sich ein bisschen... Ja, er war etwas in sich gekehrt und konnte neue, böse, derbst, krass, evil-mäßige Pläne sich ausdenken. Ah, da ist sie, die Baroness. Gleich mal fragen hier. Gleich mal... Ist ihr Auto kaputt? Nee. Ist dein Auto kaputt? Ja, hallo Mandy. Es ist wieder Zeit, um Lametta hervorzuholen. Das sollte gehen. Ah, sie holt mir also das Lametta. Ich hab's wohl nicht richtig gelesen. Hier ist Ordnung. Bitte sehr. Lametta für den Ratsmann. Sodass ihr schön dekorieren könnt. Ach, danke schön. So eine liebe alte Schrulle. Egal. Gut, auf jeden Fall habe ich ein bisschen Lametta. Lametta. Aber auf dem Weg werde ich jetzt nämlich da hinten vorbeischauen, weil... Dann kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, indem ich nämlich von hier gleich dahinter reite, ne? Verstehen Sie? Weil das liegt ja direkt hier auf dem Weg. Denn dann sind die Everwindfelder und auf den Everwindfeldern, ja, kümmere ich mich um meine Aufgaben, die ich für das Observatorium bei der Baustelle. Also ich soll jetzt zur Baustelle und das auschecken, was da so geht. Und deswegen machen wir das jetzt auch und reiten zur Baustelle und checken dann da eben aus, was da geht. So einfach... wäre es in der Theorie. Und so einfach ist es auch in der Praxis. Was hier wieder rumsteht. Na, Fanny. Fanny. Fanny ist eigentlich ein schöner Name, finde ich. Fanny. Also der halt Fanny ist. Wie kann man... Achso, ich wollte gerade fragen, wie man Franziska abkürzen kannst. Aber ist ja klar, Franzi. Ja, ganz klar. Gibt es überhaupt keinen... Ich weiß gar nicht, was gerade mit meinem Gehirn los war. Aber das hat manchmal so... Das ist bei jedem so, dass es wie wenn man sich verspricht, dann ist das im Gehirn so eine kleine Fehlfunktion und deswegen verwechselt man Worte und so und dann verspricht man sich dann meistens noch mehr, weil das Gehirn dann damit beschäftigt ist, dass es gerade versucht zu analysieren, warum der Versprecher vorher war und das dauert halt dann immer so ein bisschen. Deswegen ist es meistens so, dass man, wenn man sich einmal verspricht, dass man sich dann gleich noch mehrmals verspricht. Nur kleine Info für euch, falls es euch interessiert. Auch schon wieder was gelernt, ne, beim Peggy. Da, das ist Bildungsfernsehen, wollte ich schon fast sagen. Gut, muss ich nur drei Fotos machen, oder was? Das ist schön. Drei Fotos ist ein angenehmes Fotolimit. Boah, krass ging es da gleich gerade steil ab. Boah, oi, der Schwede, wie krass es da steil abgeht. Wie steil es da krass abgeht. Nein, wie... Wie steil es da runter geht, so. Wie steil es da krass abgeht. Das ist auch irgendwie nice. Links herum. Kann ich hier nicht das Foto machen? Da hinten? Nee. Wo muss ich denn das Foto machen? Ich dachte hier unten? Nein? Okay. Ich dachte ja, dass ich jetzt... Nee, okay. Gut. Dann ist das wohl da oben. Oder was ist denn... Ja, das muss wohl dann da oben sein. Ich denke mal. Ja, gucken wir uns nochmal da oben um. Ich dachte, das wäre jetzt hier... Aber ich habe noch gar nichts... Ah, da hinten. Ah, ah, ja, da natürlich. So. Das ist wirklich... Wow, so tolle Fotos. Trifft den Baumeister. Anforderungen erfüllt. Ach, kann ich gleich zu ihm hier? Nee, kann ich nicht, oder? Ach, der Baumeister ist hier unten. Ach, so ein guter.
Der Guteste, da steht er ja. Nee, das ist er gar nicht. Doch. Das ist er schon. Da unten. Oh, so krass gecheatet. Da ist er. Baumeister Olaf. Na, dann gucken wir mal. Schöne Fotos, ne? Ja, danke. Na, jetzt habe ich hier nachgedacht, der Berg ist zu steil, um eine Straße zu bauen und ein Tunnel ist zu teuer. Und dieser alte Betonklotz, den du gefunden hast, das ist ein altes Fundament für eine Seilbahn. Es muss mal eine Seilbahn zum Observatorium gegeben haben. Wir müssen uns geschickt anstellen. Wir brauchen eine Seilbahn. Ich sage das, dass das die allerbeste Alternative ist und ich bin Ingenieur. Das bedeutet, dass ich immer recht habe. Und wenn wir Glück haben, können wir diese Fundamente benutzen. Finde sie alle und befestige diese GPS-Sender an ihnen, damit ich weiß, sehen kann, ob es geht oder nicht. Ja, okay? Machst du das? Ja, mache ich natürlich für dich. GPS-Sender irgendwo befestigen. Pff, das ist ja wohl Pille-Palle für den Peggy, ne? GPS-Sender habe ich schon befestigt. Da gab es noch nicht mal GPS-Sender. Mein Gutester, also wirklich. So, klick, klick, klack. Einmal einer platziert, ne? Und wenn ich einen platziere, dann kann ich auch gleich zwei platzieren. Und der andere müsste hier auch irgendwo stehen. Da, Herr Wollingen. So, GPS-Sender platziert, Alter. So, jawohl. Schön, schön in Ruhe da. Mal platzieren, ne? Und dann abgeben. Mal gucken, wie viel das sind. Ich schätze mal fünf. Fünf oder vier. Nein. Doch, fünf, ja. Ah, da steht's ja. Oh Mann, ich hatte also recht. Aber war nicht so schwer, weil es stand ja die ganze Zeit da. Also ich hätte es gar nicht raten müssen, wenn ich ordentlich gelesen hätte. Aber es kommt immer davon, wenn man so viel erzählt, dann... wenn man so viel erzählt, dann kommt das leicht mal, dass man was überlegt und dann übersieht man was. Ja, so einfach ist das. Genauso einfach ist das. Aber das kennt ihr sicher auch. Ihr seid ja so kluge Menschen. Da wisst ihr das nämlich. Und ich will jetzt nicht hören hier, ich bin überhaupt nicht klug, Alter. Ich bin Hauptschule und habe nur 5 in Mathe, okay? Ja, dann musst du jetzt leider aufhören, Let's Plays gucken und ein bisschen was lernen, ja? Ich meine, eine 5 in Mathe ist schon nicht schlimm, aber eine 5 in Mathe auf der Hauptschule... ich weiß nicht, was das für die Zukunft bedeutet, aber gut. Sei es drum. Kann ja nicht jeder... nein, okay, muss ja auch nicht jeder Ingenieur werden. Aber wie wir gehört haben, haben die immer recht, ne? Und ihr wollt doch bestimmt alle immer auch recht haben, ne? Na, ich mach nicht, ja, ich halt, ich lerne nicht, ja, ich werd krass YouTube-Star und verdient voll Geld damit und so, ich mach voll die Millionen, so wie Gronkh und so. Ja, schon gut. Also, schauen wir mal, na, lass mich auf mein Gerät gucken. Ja, dann guck du auf dein Gerät. Ah, wir können den alten Fundament nicht anwenden, sie sind zu beschädigt. Ah, schlecht zu konstruiert, zu schlecht konstruiert, wir müssen neu bauen, dazu müssen wir die alten erstmal weg. Hast du schon mal Dynamit benutzt? Nein? Ja, ist nicht so schwer, pass auf, lies diese Broschüre. Dynamit. Platziere das Dynamit, auf dem gesprengt werden soll. Zünde die Lunte an. Renn. Also jetzt weißt du, so viel wie ich. Und spring alle Fundamente weg, sodass wir neu bauen können. Viel Glück, Mandy. Ja, okay. Dann spreng ich mal. Also platzieren, anzünden und wegrennen. Ich sollte das hinkriegen. So. Ich weiß jetzt nicht, wie er nur durch den GPS-Sender, den ich davor hingestellt habe, sehen konnte, dass die schlecht gebaut sind. Aber okay. So ist das halt. So. Gleich mal das nächste. Wow. Alter Schwede. Das hat sich schon ein bisschen krass angehört. Zwar jetzt nicht zwingend wie eine Dynamitsprengung, aber auf jeden Fall krass. Gleich geht wieder einer hoch. Pass auf. Jawoll. So sprengt man heutzutage. Da ist eine Bombenstimmung hier, wenn ich unterwegs bin. Aber richtig. Es ist fast schon Dynamite. Oh Gott. Ah, weg. Schnell, ich muss weiter weg. Ich darf nicht sterben. Oh Gott, wenn ich hier stehen bleibe, wenn das... Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Boah. Ich wäre fast gestorben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und bei dem muss ich mich auch noch umdrehen. Oh nein, schnell, 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 schnell. Ever Madness, schnell. Wir sterben sonst. Und du willst doch nicht sterben. Nein, das willst du nicht. Das willst du nicht, mein Gutester. Ah, jetzt sind sie tatsächlich weg. Ja, müssen wir mal neue bauen, oder? Würde ich sagen. So richtig cool hier, so neue... Bam! Puh, so neue, hier Stahlträger aufbauen. Also die Dinger halt, die Beton...
Sockel, wie sagt man? Fundamente. So, ah. Ah, Fundamente. Ich nehme eine Pizza Fundamente. Si. Uno de Pizza de alla Fundamente. Ach, wir wollten mal das Rennen da machen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Mal meine Pferde nachhören. Ey, ey, was für ein Krach. Das muss ein bisschen nach Feuergriff gehört haben. Okay. Ja, also ich habe nachgedacht und noch ein bisschen geplant, ne, während du was weg warst. Ja, wir brauchen jetzt seine Seilbahn. Ich habe eine gesucht und die alte Alpenseilbahn gefunden, die ich kaufen will. Nur sie ist komplett eingefahren und super billig. Na, ich habe eine Bestellung geschrieben. Reite damit zu Derek und bitte ihn, sie abzusegnen. Ah. Wer ist denn Derek? Wo war der Derek nochmal? War das Derek da innen? Das kann sein, ja, das, ich bin nicht sicher. Aber, okay. Nee, Ratsmann ist mit Lametta. Wo ist denn Derek? Ach, Derek ist da oben. Nee, das ist Herr Beton. Das ist Herr Bucket. Und wo ist denn Derek? Bitte Derek in Silverglade. Ah ja, also doch in Silverglade. Na gut. Dann passt ja. Dann hatte ich ja recht. Achso, und den Lametta muss ich auch noch zum Ratsmann bringen oder dann an den Baum anbringen. Mein Gott, das ist schön. Ich bin richtig fleißig hier heute. Könnte ich mal endlich mein dreckiges Level 10 machen. Ne? Zeit wird's, oder? Zeit wird's, Leute. Das dauert ja noch ein bisschen, Mann. Ich will nämlich noch... Es ist schön, wenn man so viele Aufgaben hat. Weil irgendwann ist man dann Level 15 und dann hat man nichts mehr zu tun. Und das war's dann nämlich mit Level 15. Weil dann ist vorbei. Vorbei. Nein. Doch. Und jetzt lasse ich euch mal das... Ich überlasse euch mal die Entscheidung für jetzt, ob mit Level 15 dann auch das Let's Play vorbei ist. Jetzt müssen wir mal gucken. Es geht ja dann noch weiter, Level 16 und so. Strahlender Lametta. Na, sieht jedes Jahr schön aus. Ja gut, ich muss wahrscheinlich noch anbringen, oder? Dann nimm den schönen Lametta und mache den Baum noch schöner. Mache ich, du alter Ratsmann, du. Na, du Ratsmann, du. Ah, guck mal, die Sally. So. Benutze Lametta. Aber doch nicht so häslichen weißen. Alter, ist das denn ernst, oder was? Oh Gott, das ist zum Kotzen. Achso, da kommt noch mehr hin? Das kommt an dieselbe Stelle alles? Ja, okay. Ja, und... Ja. Oh Gott, wie das ausschaut. Ja, geht sogar. Geht sogar. Herr Ratsmann, ich habe lamentiert. Lamentiert. Gelamettert. Niedergeschmettert. Lamettert. Verbrettert. Kann ich bitte mit Ihnen reden? Ja, danke, endlich. Na, danke, Manny, du bist wirklich gut darin, Bäume zu schmücken. Ja, dafür kennt man mich. Ich bin ein so guter Baumgenie-Schmücker. Mein Gott, ich bin berühmt. Ein berühmter Bäume-Freund. Ja, dieses Jahr müssen wirklich ein wenig mehr Luxus vermitteln. Deswegen werden wir auch noch goldene Kugeln haben. Ich habe die Kugeln an Felix verliehen. Sprich mit ihm, steht direkt am Springborn. Jetzt müssen wir erstmal mit Derek sprechen. Wo ist denn bitte Derek? Okay, erstmal mit Felix reden. Hallo Mandy, die Goldkugeln, lass mich schauen, ich muss nachdenken. Ah, ich erinnere mich. Ja, dann sprich. Jetzt weiß ich wieder, letzten Sommer habe ich eine Schatzsuche für alle Kinder organisiert. Damit es aussieht wie ein echter Schatz, habe ich die Goldkugeln geliehen und sie in der Nähe des Schlosses versteckt. Das Problem war, dass die Schatzsuche so schwer war und niemand den Schatz finden konnte, deswegen... Na, das ist aber schon ein bisschen her, also weiß ich auch nicht mehr so, wo ich sie versteckt habe, ne? So schwer war die Schatzjagd. Was ich noch erinnere, ist, dass ich den Schatz beim Fuß des Schlosses versteckt habe. Auf der westlichen Seite. Suche dort und komm dann zu mir. Ja, 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 okay. Warte mal, Derek. Ach, das ist Derek. Oder? Das ist doch Derek. Nee. Hi Mandy, ich wollte mich gern dafür bedanken, dass du jeden Tag Wolle für mich abholst. Auch wenn du ein wenig Färbemittel besorgst, dann kann ich dir doch... Nein, das ist der Schneider. Das ist der Schneider, Donald, natürlich. Donald der Schneider. Wer zur Hölle ist denn Derek? Wo war denn Derek? Ah, ich kenne den doch. War das nicht der Kleine da? War das nicht der? Nee, das war Harold.
Lance? Lance Butters, ne. Wo ist Derek? Wer ist Derek? Und wenn ich weiß, wer... Ach da, der Postmann. Aha. Ah, Derek. Hallo Mandy. Ein Brief an die Alpen. Das Glück. Ich wollte gerade eine Ladung internationale Post mit dem Helikopter losschicken. Komm morgen zurück, dann hast du vielleicht eine Antwort. Es geht normalerweise recht schnell. Okay. Derek. Derek. So. Da ist man kurz mal 10 Minuten weg und macht sich was zu essen. Dann bildet sich so ein Knäuel. Ich fand's extrem lustig, als ich wieder gekommen bin. Gut. Ich denke, es ist Zeit. Freitag, Abend, Fort Pinder, ne? Da steppt der Bär. Und deswegen gehen wir da jetzt auch hin, denn wir wollen ja alle den Bär steppen sehen. Und deswegen gehen wir da jetzt hin und tanzen da ein wenig. Und haben noch ein bisschen Party-Laune. Mal gucken, ob sie mitkommen. Ah, da kommt schon ein paar mit. Und ich denke mal, in Fort Pinder, an der Disco, da finden sich auch immer wieder ein paar nette Leute. Da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gas geben. So, schön hier an Moorland nochmal vorbei. Hallo Moorland Kuh, da wo sich immer alle treffen. Hier, das ist ja fast schon ein offizieller Ausritt hier. Wir machen den Rest dann mal, machen mal so ein bisschen gediegen. Hier so ein bisschen dahin sprinten. Ich weiß nicht, ob da überhaupt schon Party. Und dann reiten wir ganz heroisch in Fort Pinter ein. Mal sehen, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber warum nicht? Müssen wir uns dann davor nochmal sammeln. Oder schon ein paar Leute hier zusammen spontan sich versammelt, die alle in Silverglade waren. Gerade, ich weiß nicht, ich habe da halt kurz bei dem Postkasten gechillt und eine Kleinigkeit gegessen. Ja. Oh, was war das? Wer laggt hier so rum? Oh, guck, was die da drüben machen. Was machen die denn da drüben? Ist hier irgendwie ein Rennen? Reiten die nach? Was machen die da? Was machen die da? Oder ist hier gerade irgendwas? Was ist hier denn gerade so? Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Voll der, voll das, was, ach, es ist, Championat oder was? Nur mal fragen. Oder was ist hier los? Hi, hey, hi, also hey, hey, hi, hi. Ah, da ist Championat. Wann ist denn hier Championat? Ist schon gelaufen? War das schon? Ach, ein Pony-Championat. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ein Chommy-Pony. Da kann ich jetzt natürlich nicht mitmachen, weil ich gerade kein Pony am Start habe. Deswegen würde ich sagen, einfach weiter hier. Party machen. Voll in die Disso. Ich hätte zwar ein Pony da, aber ich... ja. Nee. Ich muss noch meine coole Weihnachtsmütze aufsetzen. Zum Party machen muss man natürlich die Weihnachtsmütze aufziehen. Das ist sehr wichtig. Und vielleicht ein bisschen Party-Outfit. Hab ich was dabei? Mein Weihnachtskleid? Hm, was könnte ich denn anziehen? Ja, das ist doch eher Party-Outfit. Die rote Hose? Nee. Ja, das vielleicht... Die grüne? Nee, das ist gay. Könnte ich denn anziehen? Dann ziehe ich halt die an. So. Und die weißen Schuhe, das kann man schon mal machen, ne? Und natürlich hier die Mütze. So. Und dann werden wir uns ja mal hier niederlassen. Ah. Also noch nicht so viel los. Ja, noch, ne? Noch. So, das kriegen wir schon hin. Hello. Oh, jetzt wird's laut hier. Ich stelle mich mal wieder hier so hin. Und machen wir hier die Vortänzerin. Da kommen sie wieder alle. Yeah. Ah ja, wir haben hier schon komplette Weihnachtskostüme. Das ist sehr nice. Den einen oder anderen. Na gut, kalt wird es auf jeden Fall nicht. Die meisten sind hier wirklich schön warm angezogen. Da sage ich immer gar nichts. Das läuft.
Ne? Also ich würde mal sagen, wir machen noch ein bisschen Party. Ist gerade ein bisschen laut, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.